Ja, moin, moin, meine Minecraft-Freunde. Und ja, jetzt werde ich den Fick erstmal hier, das wollte ich jetzt erstmal verdreschen. Da wir ja hier noch keine Türen haben, das ist natürlich auch gut. Nein, ich möchte keine Köttel in meinem Haus haben, nicht, dass das mir hier rumscheißt. Und ja, wir waren jetzt hier. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal hier lang ziehen. Ah, shit. Oder eigentlich wäre das schon so besser. Wenn ich das mal so sehe. Ich glaube mal, das kommt besser, wenn wir das Holz so machen. Okay, müsste die Etage sein. Oh, wieso ist denn das jetzt wieder so? Also mit diesem Holz hier weiß ich... Achso, schwarz weit oben. Ich muss das immer hier unten an der Seite setzen. Und ja, da schlagen wir das jetzt nochmal weg. Es ist ja mittlerweile schon so üblich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das hätten vielleicht hierher setzen müssen, ob das vielleicht dann besser aussieht, wenn das so angrenzt. Wisst ihr, wie ich meine, lieben Zuschauer und Zuschauerinnen? Ich muss erst mal gucken, wie ich denn dann hier die Treppe machen möchte. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shit. Ich glaube mal, wir haben uns verbaut. Okay, das wird natürlich jetzt gleich noch so eine Sache. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ob ich das denn überhaupt dann mit der Treppe gut hinkriege, weil ich wollte ja eigentlich jetzt nicht vier Stück nach in die Breite machen. Müsste ich das dann nochmal ausprobieren. Sie immer fein hier unten hinsetzen, dann müsste es eigentlich funktionieren. Ja. Oh, jetzt ganz, ganz chillige Musik. Oh. So, den hier und den. So. Okay. Oder nehmen wir die nochmal weg? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir machen jetzt erstmal hier, machen wir das auch nochmal so. Und ja, letztens wurde noch gefragt in den Kommentaren, wenn ich dann mal wieder ein Minecraft-Projekt mache oder ob man sozusagen die Möglichkeit hat, mal wieder mitzuspielen. Und ja, ich hatte das ja das letzte Mal, wartet mal. Ich hatte das ja das letzte Mal angesprochen, dass ich jedes Mal diese spontane Aufnahme, ist ja derzeit auch wieder so eine spontane Aufnahme, weil sich das derzeit hier immer unterschiedlich gestaltet. Manchmal nehme ich dann auch in der Woche auf, also ich versuche es natürlich immer alles am Wochenende aufzunehmen. Aber wartet mal kurz. So, ich habe mal das Headset ein wenig näher an mich rangeholt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht allzu viel lauter und übertönt dann oder hier, keine Ahnung. Na? Da, du Zerbock, da. So, okay. So, dann machen wir die ganze Geschichte jetzt noch hier. Und dann müsste es eigentlich in dem Sinn schon fertig sein. Sieht ja natürlich jetzt hier unten, ich muss mal sagen, das sieht ja natürlich jetzt arg grell aus. Ah, dann wollen wir mal schauen, ob wir, also wie das dann aussieht, wenn wir den Teppich drüber gemacht haben. Ob das dann wirklich besser aussieht, sonst müssen wir notfalls ein paar Glowstones nochmal wegmachen. Oh, leck mich hart, ey. So. Alter, willst du mich jetzt hier gerade rollen? So, ich gehe mal ein Stückchen weiter weg. Okay. So. Okay. So, jetzt muss ich hier erstmal noch ein paar Türen wieder reinmachen. Also, ne, wartet mal. Die müssen wir jetzt wieder ersetzen. Machen mal lieber Zweier. Wie ich es mir schon gedacht habe. Jetzt fängt der Käse hier wieder an. Das widerspenstige Holz, Alter. So, 1, 2, also machen wir hier eine Lücke. Genauso wie wir das hier jetzt machen.
Guck mal, hier müssen wir dann auch nochmal wegschlagen. So, hier machen wir den ganzen Käse auch. Eins, zwei, also hier und hier. So, und dann noch hier. Das sind dann sozusagen, wo wir dann hier hinter, hier machen wir jetzt Türen rein. Und machen das aber jetzt, oh, ich liebe dieses Lied. So, machen wir hier. Ach du Leck, jetzt kommt das wieder so. Das ist echt ein Käse. Das mit dem... Okay. Ah, du widerspenstiger Hund. Aber wir haben es geschafft. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. Und ja, da wurde ja gefragt wegen dem Mitspielen. Ja, und das ist bei mir so eine Sache, da wir... Ich glaube mal, die reißt mir dann nochmal weg. Das gefällt mir irgendwie nicht. Da ich halt ja jedes Mal diese Spontanaufnahme-Sessions mache, weil ich weiß auch immer nie genau, ich kann das nie zeitlich planen, auch wenn ich das am Wochenende aufnehmen sollte, ist das bei mir immer das Problem, falls ich noch irgendwas anderes zu tun habe oder so, oder es ist halt immer mal irgendwas, was man so auf dem Herzen hat und was mir dann immer dazwischen kommt. Jetzt kann ich wohl ja nicht drei Blöcke nach unten bauen, ihr wollt mich da jetzt wohl rollen hart. Come on. Ey. Ah, okay. Das ist natürlich alles so eine Sache. Und deswegen ist das... Ist das genau scheißig, ja. Ist das so eine Sache bei mir mit den Mitspielen derzeit? So, jetzt muss ich aber hier wieder auch. Und ach, come on, ey. Das ist doch Käse. So, bim, bim. Wartet mal. So. Und das habe ich genau deswegen gemacht, weil mir das letzte Mal jemand in die Kommentare geschrieben hat. Und das wirklich in manchen Stellen besser ist. Also nicht, dass er denkt, das ist jetzt hier Kreativmodus oder was. Nein. Oh! Ach shit, man. Jetzt mache ich hier irgendeinen Scheiß. Das ist natürlich jetzt kacke. Oh! Willst du mich jetzt hier verarschen? Hauten das auf jeden Fall so schnell die Dinger weg. Richtig krass. Glowstones bitte. Habe ich noch welche? Ach klar, wie noch welche hier. So, den da und den da. Und jetzt machen wir hier wieder das Holz. Oh. So. Bäm. Bäm, bäm. Oh. Sogar so geht das nicht. So, den haben wir. Boah, das will mich irgendwie ärgern. Also ich mache drei Kreuze, wenn ich gleich mit dem Holz fertig bin. Jetzt habe ich nämlich auch gar kein Holz mehr. Das ist natürlich auch wieder super. Deswegen hauen wir die Dinger, die wollten wir jetzt so oder so wieder wegnehmen. Und dass ich jetzt nicht unbedingt Holz holen muss. Da füllen wir das jetzt ein... Oh. Also heute geht ja irgendwie alles schief. Man merkt, dass irgendwie noch früh am Morgen bei mir ist. So, weg. So, machen wir jetzt so. Und ja, ich muss jetzt erstmal gleich ein Schlückchen Kaffee nehmen. Oh, was mache ich denn hier für einen Käse? Okay, also heute ist die Fehlfolge Number One, Alter. So. Da hier hauen wir uns jetzt runter, da sparen wir uns das jetzt, das Hochbauen wieder. Und oh mein Gott, Alter. So, jetzt müssen wir uns aber so wieder hochbauen. So, ouch. So, bitte höher, bitte. Oh, jetzt fängt das wieder an. Jetzt fängt das wieder an. Okay, das haben wir. Oh, jetzt muss ich noch wegschlagen. So, auch wenn ich jetzt jedes Mal Damage oder so meine Rüstung sozusagen kriegt, ja, das Cora, ich weiß es, ich hab's mir gemerkt.
Aber ich habe ja wie gesagt den Amboss und da macht das dann wieder gut. So, und so, und jetzt macht das Fliegen wieder aus. Jetzt habe ich eben keinen Bock mehr zu fliegen. So. Das machen wir jetzt so und das füllen wir jetzt hier mit Schnee aus. Dann müsste man eigentlich die Wände so größtenteils so erstmal hier jedenfalls hier unten fertig haben. Mal schauen, wie wir das dann oben gestalten. So. Dann will man mal gucken, dass wir hier noch irgendwie ein paar Bilder oder so was dran klatschen oder ein bisschen grün. Es ist halt alles noch so weiß und so steril. Müssen wir mal gucken. Das hängt dann alles von ab, was wir denn hier überhaupt für einen Teppich reinsetzen. So, und wie ich jetzt aber auch. Glowstones, ich brauche Schnee. Weiße Wolle. Achso, bestimmt von dem Schaf gerade eben. So, okay. Dann haben wir das jetzt. Wartet, hier hinten haben wir noch eine kleine Lücke. So. Ob das nicht hier zu hoch ist? Ich muss mal schauen. Was ich denn jetzt hier überhaupt für ein Holz nehme? Okay, da müssen wir jetzt wohl und übel mal schnell nach Hause galoppieren. Ich wollte nämlich eigentlich Eichenholz nehmen, jetzt nicht Fichte. Okay, die Glowstones tue ich hier mal rein. Genauso wie das. Das. Weiße Wolle nehmen wir mit. Tun wir auch mal schnell hier rein. Genauso wie das. Hier ist unser Lehm. Und ja, komm. Gehen wir mal schnell nach Hause. Oder naja, nicht direkt nach Hause. Aber in unserer Lagerhalle. Müssen wir dann mal hier noch irgendwie mit dem Weg anbinden. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie wir das machen. Also ich denke mal, ich werde jetzt die Folge noch aufnehmen und dann werde ich erstmal pausieren. Lehm haben wir oben. Habe ich hier irgendwo noch Platz in der Kiste? Okay, dann tun wir den erstmal eigentlich. Ach Gott. Packen wir den jetzt einfach hier rein, wo ist er? So, den da und den da. So, ich brauche Eichenholz. Oh mein Gott. Hier, oder? Okay. Wir nehmen uns, denke ich mal, gleich zwei davon mit und zwei da, eine da und Slappies. Komm, ich nehme mal einen Slap mit, wenn ich noch nicht weiß genau, wie ich das mache und da ich jetzt noch eine Werkbank brauche. Warte mal, die kann ich mir da, denke ich mal, gleich hier unten craften. So, nehmen wir es so mit. Ich habe zwar mehr als genug in meinen Kisten da drinnen, aber naja. Ich könnte ja natürlich jetzt auch den Weg dahin fliegen, damit es schneller geht. Aber ich habe mir das eigentlich so gedacht, ich will das wirklich nur im Notfall benutzen, das Fliegen. Ich brauche nochmal schnell. Ich brauche nochmal Fichtenholz. Genau den hier. So, weil wir, denke ich mal, jetzt hier wie hier ein paar Fenster reinsetzen. Da muss ich aber gucken. So. Oh, dieses Holz. Dieses Holz. Okay. So, okay. Okay, dann lassen wir das jetzt so. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich denn dann. Glas habe ich jetzt nichts dabei, okay. Wie ich dann denn die Treppe machen möchte. Oder habe ich welches davon eingepackt? Nee. Irgendwo. 24 davon. Das lassen wir erstmal da. Gib mir das erstmal.
So, ich möchte jetzt so eine komische Treppe machen hier, wie so ein J. Okay, das sah jetzt gerade nicht so besonders aus. Okay, ich muss jetzt erstmal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also müsste ich das jetzt hierher setzen. So hier. Habe ich mir das vorgestellt? Oder bin ich jetzt ein zu weit vorne? Ich will einfach weg. Und ja, da fangen wir jetzt das Treppenhaus an, aber das machen wir dann alles morgen und dann sage ich, haut's rein und tschüss.